Es ist leider Gottes für viele viel leichter, an nichts zu glauben, als an etwas zu glauben. Wenn ich denke, dass es gibt, tatsächlich noch Menschen gibt, die an keinen Gott glauben, dass es dann einfach, wenn man stirbt, fertig ist. Die glauben also, dass irgendetwas, einfach ohne keine Intelligenz, gar nichts, alles erschaffen hat. Irgendwo muss es ja jemand sein, wo das gemacht hat. Wer? Es gibt nur einen, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, Gott. Also ich finde, es ist leichter, an Gott zu glauben, als an nichts zu glauben. Und warum schimpfen denn die immer gegen uns Gläubigen? Warum tun die immer gemein schreiben gegen diese, die glauben? Wir reden ja auch nicht gemein über die, die nicht glauben. Warum? Sie sagen, alles soll lieb und voll, alles soll gut sein zum Nächsten. Die Möderle von diesem, jenem soll man einfach akzeptieren. Aber wehe, wenn jemand über Gott spricht, dann werden sie ausfallend. Ich kenne das nur vom Satan. Als ein Kind dessen, oder? Ich habe es nicht gesagt, ich frage, oder? Sonst würde man mich schon wieder. Alles, was wir tun, sie können reden, was sie wollen über Gott und sei ein, was hat es gesagt, ein Frauenhasser Gott und weiß ich was alles. Was stört ihnen denn, wenn jetzt andere sind, die aber an ihn glauben und damit glücklich leben? Sehr glücklich. Und wenn sie Schwere haben, Krankheiten, was, mit diesem Ding Glauben an Gott, können sie sogar wieder Kraft bekommen und es überbrücken. Warum mögt ihr das uns nicht gönnen? Aber ich würde es euch gönnen, allen. Welche nicht glauben an Gott und nicht an Maria, warum habt ihr denn mal solche, warum bringt ihr nicht mal fertig, einfach doch einmal ein Gegrüß zu beten? Habt ihr solche Angst? Das hat nur der Teufel. Bist du zu ein Kind des Teufels oder ein Kind von Gott? Wenn es ja keinen Gott gibt, spielt es doch keine Rolle, oder? Ob jetzt ein Vater unser betet oder nicht. Machen ja sonst alle einfach dumme Sachen, die keinen Wert haben. Warum wagen sie nicht einmal doch ein Vaterunser zu beten? Haben sie Angst? Es könnte sie doch erwischen? Die Gnade Gottes? Wer ist jetzt der Feigling? Der was tut? Weil er glaubt oder der was tut, der nicht glaubt? Nein, ich muss es anders sagen. Wenn ich also beten würde, ein Vater unser oder ein Gegrüßt, und ich glaube nicht an Gott, dann passiert mir doch nichts, oder? Das wäre mal die Wette. Also Feiglinge. Ja.